Würzburg Radio, es ist wieder soweit, er ist zu Gast. Jürgen Götz, herzlich willkommen bei uns im Studio. Hallo, ich grüße dich. Ja, wir haben ja am Wochenende so einiges erlebt, nicht? Lange, lange durften wir gar nichts machen, nicht? Und jetzt kommen alle auf einmal, nicht? Das Wochenende, da ist ja so richtig was passiert, nicht? Aber von uns dann der kleine Rückblick vom Weinschlendern. Du bist mitgeschlendert, wie hat es dir gefallen? Ja, ich fand es sehr angenehm. Zum einen, die Temperaturen waren in einem sehr angenehmen Bereich. Wir hatten ja bei den ersten beiden Veranstaltungen deutlich höhere Temperaturen. Also das war wirklich so passend, auch um den Wein genießen zu können. Dann hatten wir natürlich auch sehr viel Glück, dass das angekündigte Unwetter in der Nacht zuvor an uns vorbeigezogen ist. Insgesamt fand ich auch die Stimmung sehr gut. 7 Weinprinzessinnen aus ganz Unterfranken, bis aus Mittelfranken sogar. Bullenheim zum Beispiel waren vor Ort gewesen. Also auch da ein Interesse an unserer sehr überschaubaren, aber nicht minder schönen Weinlage, muss man sagen. Und ich glaube auch die Resonanz, es waren, denke ich, also über 700 Besucher hier. Also gemessen an der Zahl der Gläser, die ausgegeben wurden. Wobei man sagen muss, mancher bringt ja dann auch sein Glas selbst mit. Also denke, das waren weit über 700 Besucher, die wir begrüßen konnten. Und vor allen Dingen, Veitshöchheim hat ja Charakterköpfe, nicht? Müssen wir unbedingt erwähnen, der Bacchus, ne? Auf jeden Fall, ja. Ist schon mittlerweile etabliert. Oswald Bamberger als Bacchus, ja, ob Weinfesteröffnung oder Weinschlendern, hat sich, glaube ich, da auch so ein bisschen zur Kultfigur gemacht. Nachdem wir schon keine Weinprinzessin haben, haben wir zumindest einen Bacchus. Der ist zumindest genauso hübsch, ne? Ja, mit Sicherheit. Oswald ist da wirklich eine Rarität in Veitshöchheim. Ich meine, das Weinschlendern, wir haben dann auch wieder ein paar Leute gefragt. Wir machen das Bürgermeistergespräch, gibt es Fragen an den Bürgermeister? Und ich kann dir das gar nicht alles vorstellen. Ne? Die meisten haben also wirklich den Jürgen Götz wahnsinnig gelobt. Das ist ein toller Bürgermeister und hier fühlen wir uns wohl und der Wein schmeckt. Und das liegt natürlich alles am Bürger. Das wollte ich dir aber heute nicht alles vorstellen, ne? Weil das würde den Rahmen sprengen unserer Zeit, die wir da so ein bisschen haben. Ne? Und wir haben natürlich noch ein bisschen was anderes zu tun. Ne? Vorschau, Sommerferien, gibt es eigentlich wieder, das war ja für die Kinder so schön, dieses Holzdorf, soll es das wieder geben? In diesem Jahr oder nicht? Ja, in der Tat. Also wir haben, nachdem ja die Corona-Beschränkungen jetzt weitestgehend entfallen sind, haben wir eben heuer auch wieder den Abenteuerspielplatz Holznagelhausen in gewohnter Weise auf den Mainwiesen. Also wird auf jeden Fall stattfinden. Die letzten beiden Jahre mussten wir da ja ein bisschen Alternativprogramm machen, aber unsere Gemeindejugendarbeit hat es also auf dem Schirm im Programm. Die 2 Wochen findet statt. Dazu gibt es natürlich noch ein weiteres Ferienprogramm, bei dem sich auch wieder Vereine und Institutionen mit einbringen. Also ich glaube, wir können für unsere daheimgebliebenen Kinder wieder einiges bieten. Und du hast ja auch für unser Gespräch schon wieder so einiges zusammengestellt, nicht? Was es so über das Ferienprogramm in Veitshöchheim geben wird. Nicht? Da gibt es natürlich auch etliche Dinge und über einige werden wir dann auch wieder Reportagen machen. Nicht? So wie beim Weinschlendern haben wir das ja auch wieder wunderschön hingekriegt, dass wir den Bacchus gefilmt haben und alle, die da oben rumgelaufen sind, dann haben wir noch ein paar Drohnenaufnahmen von da oben. Und es ist ja, Veitshöchheim ist ja sehr schön. Nicht? Man sollte da auch nicht nur beim Weinschlendern öfter mal spazieren gehen. Da oben in den Bergen ist herrlich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Die Weinlage am Sonnenschein, wie sie ja so schön heißt, ist wirklich beseelt, auch vom Ausblick, den man da oben hat. Es ist ja letztendlich auch unser Weinlehrpfad, also man kann da auch durchaus auch ein bisschen was lernen. Kultur, Weinkultur auch erleben und mitnehmen. Wir haben da auch natürlich vor allen Dingen auch an dem oberen Weg, wo es ja einige Trockenrasenflächen auch gibt. Flora und Fauna gehen da einher. Da ist also auch einiges so zu sehen, was man so normalerweise nicht so häufig findet. Ja. Ferien nochmal zurückzukommen. In den Ferien ist ja auch ein Termin, auf den viele Veitshöchheimerinnen und Veitshöchheimer immer gewartet haben, nämlich am 15. August. Unser Flohmarkt, den soll es natürlich in den Ferien eben an diesem 15. August heuer auch wieder geben. Und zwar diesmal in einer etwas abgewandelten Form.
Wir werden also das auch entsprechend veröffentlichen, dass also jeder in ganz Veitshöchheim, also im ganzen Ort, auf seinem Privatgrund eben entsprechend Sachen anbieten kann, veräußern kann. Wir werden dann die nach Anmeldung die entsprechenden Örtlichkeiten bzw. Grundstücke aufnehmen, in eine Liste, in eine Karte auch abbilden, sodass man dann auch die Karte mitnehmen kann und sieht auf einen Blick, wo es überall ein Stand geboten. Es wird also dann auf öffentlichen Flächen, wie das bisher der Fall war, an der Mainlinde zum Beispiel eben dann keinen Verkauf geben, sondern dann wirklich nur auf privaten Flächen. Da gibt es natürlich auch einige, die bisher schon immer da auch mitgemacht haben und da natürlich dann auch, wie gesagt, die entsprechenden Karten verteilen, wo man dann sieht, wer ist dabei. So haben die Birkenthaler, die Schenkenfelder und auch die in der Gartensiedlung jederzeit auch die Möglichkeit, mal mitzumachen beim Flohmarkt, die bisher immer ein bisschen außen vor gewesen sind. Ich weiß noch, beim ersten Flohmarkt, da habe ich ja noch in der Maingasse gewohnt und da habe ich CDs verkauft. Ich habe keine mehr. Das war beim ersten Mal alles, was noch toll war, weil das wurde ja alles mittlerweile digitalisiert. Die CDs brauchen wir ja nicht mehr. Und da hatte ich CDs verkauft. Also das war riesig bei dem ersten Markt. Und, aber das, was schön war, ist dann alles weg. Aber Gott sei Dank haben wir das archiviert. Der eine oder andere macht da auch so richtig so ein nettes kleines Geschäftchen. Und es ist natürlich auch nachhaltig, wenn man dann Dinge, die man selber nicht mehr braucht, auch weitergibt, vielleicht auch noch einen kleinen Obolus dafür bekommt und das Ganze dann auch weiterverwendet wird. Wer Veitshöchheim liebt, der kriegt natürlich genügend geboten im Sommer über. Nicht? Und wer dann nicht nur in Veitshöchheim bleiben möchte, da gibt es dann auch am 17.06. eine Bürgerreise in die sächsische Partnerstadt Gaitheim. Genau, wir fahren vom 17. bis zum 19.06. nach Gaitheim in unsere Partnerstadt, mit der wir ja letztes Jahr 30-jähriges Jubiläum hatten, was wir ja leider nicht feiern konnten aufgrund von Corona. Und die Stadt Gaitheim hat also an diesem Wochenende ihr Stadtfest, wo wir natürlich dann auch entsprechend mit anwesend sein werden. Und im Rahmen des Stadtfestes am Samstag wird es dann eine Feierstunde geben, 30+. Nachdem ja, wie gesagt, das Jubiläum schon etwas zurückliegt, aber da werden wir dann auch nochmal das ein oder andere Revue passieren lassen. Wir werden eine alte Burg dort besuchen, in der ein englisches Kriegsgefangenenlager, beziehungsweise ein Kriegsgefangenenlager war, wo englische Offiziere, Fliegeroffiziere interniert waren während des Zweiten Weltkriegs. Sehr interessant. Und werden auf der Rückfahrt dann auch noch eine Stadtführung machen in Zwickau. Also ich denke, für jeden was dabei. Und bei dem Stadtfest am Samstagabend in Gaitheim spielen auch die Zillertaler Schürzenjäger. Also auch eine nicht unbekannte Band, die man schon vielleicht länger nicht mehr gehört hat. Also denke, doch auch durchaus ein Programm, das sich sehen lassen kann. Ja, dann gibt es noch einen Infospaziergang. Infospaziergang, das hat sich in Veitshöchheim so richtig eingebürgert, weil es gibt verschiedene und die werden auch sehr, sehr gut angenommen. Und das ist am 28.05. in der Gartensiedlung. Ja, wobei man natürlich sagen muss, es gibt den Gemeindeinfogang. Der ist ja immer im Herbst nach den Sommerferien. Der 28.05., das ist eine Veranstaltung des CSU-Ortsvereins, bei dem natürlich auch auf ein paar Objekte, Bauprojekte auch eingegangen werden soll, sind natürlich auch Gemeinderäte dann entsprechend mit vor Ort, wo man dann auch noch einen kleinen Schlusshock macht, wo man sich ein bisschen austauschen kann, 28. dafür, also jetzt am Samstag, genau, in der Gartensiedlung. Beim Weinschlendern haben wir natürlich schön im Videos gedreht. Ich will dann aber extra auch nochmal da oben mit Drohne und so, weil da waren mir zu viele Leute, da haben wir nur so ein paar so vom Rand gemacht. Kann man sicherlich schöne Aufnahmen machen. Was mir aufgefallen ist, dass der Steg von da oben richtig toll aussieht schon. Ne? Wann dürfen wir drüber gehen? Das ist eine gute Frage. Also wir haben noch keinen Endtermin, noch keinen Fertigstellungstermin genannt bekommen von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Es hieß immer September, sowas wird er fertig. Wie gesagt, wir wollen ja auch eine entsprechende Einweihung machen. Dafür wäre natürlich auch gut, wenn wir wissen, wann er fertig ist. Und in der Tat, wie du sagst, der Steg ist sehr filigran. Der fällt fast nicht auf, weil im Hintergrund, wenn man gerade von oben
von den Weinbergen runterschaut, sieht man im Hintergrund natürlich die Schnellbahnbrücke der Deutschen Bahn. Und vor dieser verschwindet letztendlich dieser neue filigrane Steg, muss man sagen. Und ich denke, es wird ein sehr gelungenes Bauprojekt sein, wo man also so in der Art, so zumindest nach meiner Kenntnis am Main, nicht nochmal finden wird. Ne? Der alte Steg wird dann abgerissen. Wann wird das ungefähr sein? Ja, das steht noch nicht endgültig fest, weil für den Abriss des alten Stegs muss der Main, also die Schifffahrt auf dem Main, kurzzeitig gesperrt werden. Weil da muss natürlich der Überbau von dem Steg, der muss ja abgehoben werden, auf ein schwimmendes Ponton gelegt werden. Da ist natürlich schlecht, wenn dann Schiffsverkehr gleichzeitig stattfindet und vor allen Dingen auch, wenn die Pfeiler entfernt werden. Die werden wahrscheinlich mit einem Schwimmkran dann gezogen. Mhm. Also auch da kann kein Schiffsverkehr stattfinden. Und da ist jetzt, normalerweise ist ja die reguläre Schifffahrtssperre ist ja immer im April. Ob man dann, wenn wir jetzt wirklich im September fertig werden, bis April noch warten wird, oder ob man sagt, man macht eine kurze Schifffahrtssperre über 2 bis 3 Tage, das ist noch nicht endgültig entschieden. Ja, Bürger beim Weinschlendern, da wird man viel gefragt. Unter anderem kam die Frage, warum bleiben nicht beide Steaks? Wäre schön, haben einige gesagt. Ja gut, es hat natürlich, der Grund für den Neubau des Steges ist ja, dass der alte Steg gewisse Defizite aufweist, was nach dem Mainausbau eben die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung bemängelt hat. Zum Beispiel, dass die Pfeiler in der Schifffahrtsrinne stehen, dass der Überbau eben nicht die gleiche Höhe bis aufs Ufer vorweist, sondern dass ja, wir haben ja diese Bogenform beim alten Steg. Das sind ja Dinge, die dazu den Anlass gegeben haben, einen neuen Steg zu bauen. Und deswegen muss eben der alte dann auch weg. Zumal man ja auch dann von der Verkehrssicherungspflicht auch wieder Geld in die Hand nehmen müsste und ihn ertüchtigen müsste. Ne? Wir interviewen sehr viele Unternehmer, unter anderem auch in Pfalz-Höchern. Wir hatten gerade die Frau Jeske hier im Studio. Sie ist mittlerweile seit 12 Jahren mit ihrem Optikgeschäft in Pfalz-Höchern ansässig. Und es hat sich da natürlich richtig was getan. Und sie hatte auch eine Frage, die wir dir dann jetzt noch mal kurz vorspielen. Meine Frage an den Herrn Bürgermeister Götz wäre, wie die Verkehrsplanung geregelt wird, wenn im Herbst Kreuzung Kirchstraße, Bahnhofstraße, Tüngersheimer Straße aufgerissen wird. Vielen Dank. Ja gut, die Baustelle Kirchstraße ist ja, das kann man schon mal an der Stelle auch sagen, wir sind also im Zeitplan, im aktuellen Zeitplan. Bis Ende Juli sollen jetzt die Pflasterarbeiten bis zum Anschluss Obere Maingasse abgeschlossen sein. Dann soll ja ab dem 1. August die Kreuzung Bahnhofstraße, Tüngersheimer Straße, Kirchstraße dann angegangen werden. Da sind ja sehr viele große und schwierige Tiefbauarbeiten auch zu machen, weil ja sämtliche Leitungen und Kanäle dort sich kreuzen. Dafür sind 3 Monate veranschlagt, also bis Ende Oktober. In der gleichen Zeit werden in der Bahnhofstraße Schadstellen am Pflaster, wir haben da, glaube ich, 3 Stellen, wo das Pflaster durchgebrochen ist, die werden also in der Zeit dann auch saniert. Aber immer noch so, dass die Anwohner mit dem Fahrzeug noch passieren können und auch der Rettungsdienst. Wobei natürlich dann unten an der Baustelle der Kreuzung dann gesperrt sein wird. Also das heißt, diese gesamte Kreuzung ist letztendlich dann zu. Der Bus wird in dieser Zeit der Birkenthaler Bus wird in dieser Zeit durch die Herrenstraße fahren, in Einbahnstraßenrichtung, also Richtung Birkenthal. Von der entgegengesetzten Richtung von Seitenfriedhofstraße ist dann die Einfahrt eben verboten in die Herrenstraße. Zurück fährt der Birkenthal-Bus dann über den Hofweg und ist, wenn die Maßnahme dann fertiggestellt ist, also der Kreuzungsbereich dann auch entsprechend saniert ist, dann werden natürlich die Maßnahmen zurückgebaut, die Sperren aufgehoben und so hat der Gemeinderat beschlossen, dass also dann der Verkehr ganz normal wieder auch durch die Kirchstraße fahren kann, auch die Busse.
Das heißt, die Ampel an der Hofgartenmauer wird verschwinden. Der Verkehr kann also dann auch wieder durch die Kirchstraße fahren. Verkehrsberuhigter Bereich. Wir sind dann niveaugleich im Ausbau. Das heißt, wir müssen dann natürlich schauen, so war ja das Ziel, dass also durch diesen niveaugleichen Ausbau dann auch die Geschwindigkeiten reduziert werden, dass er eigentlich gleichberechtigt auf dieser Fläche dann Fußgänger, Radfahrer und Autos sich bewegen können. Und wir sind also gerade dabei, das kann man vielleicht an dieser Stelle auch schon mal verraten, mit der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau ein Pilotprojekt umzusetzen für mobiles Stadtgrün. Das muss dann im Final dann der Gemeinderat eben auch noch beschließen, auch die entsprechenden Standorte. Das heißt, wir werden dann Großpflanzen, Bäume, Hecken in entsprechend großen Kübeln mit Wassertanks, also wo man dann auch entsprechend bevorraten kann, die Wasserzufuhr, werden wir dann auch in der Kirchstraße platzieren, dass wir dann also auch das Grün, das jetzt noch fehlt, dann in die Straße bringen. Das Problem war ja, dass in der Kirchstraße so viele Leitungen, Kabel und so weiter verlegt ist. Wenn man jetzt normale Gruben oder Pflanzgruben macht, können die immer nur sehr klein sein, weil man eben ständig irgendwo kollidiert im Untergrund mit irgendwelchen Kabeln und Leitungen, sodass wir uns also für diesen Weg entschieden haben. Und wir haben ja hier mit der Bayerischen Landesanstalt eine hervorragende Einrichtung genau, auf dem Gebiet. Und so kann man das natürlich beidseitig sehr gut nutzen. Also alles in allem, du hast jetzt dann auch so einiges gesagt über einige Baustellen, die noch kommen. Aber wenn ich das so jetzt mal so überschlage und im Kopf überschlage, heißt das Fastnacht in Franken 2023 ohne Baustelle. Ohne Baustelle im Altort auf jeden Fall. Ja, also der Steg soll fertig sein, die Kirchstraße soll fertig sein. Die Günters-Lehmer-Straße, die wir jetzt ja gerade noch aktuell auch noch als Baustelle haben im oberen Bereich, Wolfsthalstraße, ist dann auch fertiggestellt. Aber wir müssen natürlich weiter was tun. Und was dann vielleicht zur Fasnacht in Frankenzeit dann gerade in der Mache ist, das kann ich jetzt momentan aus dem Stand nicht sagen. Müssen wir nicht, ne? Im Alter passiert noch was. Frickel war die Metzgerei, bin ich an sich immer gerne hin, aber da kommt was Neues rein. Ich glaube, ein Döner, ne? Da soll ein Döner- und Pizzaverkaufsladen rein. Also zumindest ist der Antrag entsprechend gestellt. Wir haben den bearbeitet und ans Landratsamt weitergeleitet. Dort noch kein Rückläufer, aber sobald dieser Rückläufer da ist, wird wohl dort auch eröffnet werden. Und ja, ich sag mal, es ist ja schön, wenn im Altort entsprechend auch sich was tut, wenn da noch Leben ist. Und wird man sehen. Man muss natürlich auch sehen, wie sich das dann auf die verkehrliche Situation dann auswirkt. Bleibt spannend. Das ist richtig, aber wir hatten beim Weinschlendern auch einige Fragen noch immer wieder, nicht? Und das ist schön, wie gerne hier Wein getrunken wird, nicht? Und dann gibt es noch Kaffee Sonnenschein. Weißt du, ist da was Neues geplant oder bleibt das privat? Sonnenschein ist ja eine private Gaststätte. Da habe ich jetzt keine Kenntnis, wie da jetzt die nächsten Planungen sind. Im Moment ist Sonnenschein als Gaststätte erstmal geschlossen. Und ja, muss man sehen, vielleicht ergibt sich das ja, dass das irgendwann auch wieder lokal werden kann. War ja immer sehr beliebtes Lokal, direkt am Mainufer mit einem herrlichen Ausblick. Und unsere Damen hier in der Redaktion, die hatten auch noch eine Frage, nicht? An den Bürgermeister, nicht? Und das ist also die letzte Frage, die ich heute an den Jürgen habe. Warum ist Pfalz-Höchheim keine Stadt? Warum ist Pfalz-Höchheim keine Stadt? Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben ja hier im Landkreis ein paar Beispiele. Wenn ich jetzt an Eibelstadt denke oder an Aub, Städte, wesentlich kleiner als Pfalz-Höchheim. Dort natürlich das Stadtrecht noch teilweise aus dem Mittelalter gekommen und dann eben natürlich auch heute noch gültig. Pfalz-Höchheim war eben schon immer Gemeinde. Der Gemeinderat hat in den 2000er Jahren, ich war schon im Gemeinderat, einmal den Antrag gestellt als Innenministerium, dass wir aufgewertet werden zur Stadt. Das wurde damals abgelehnt. Man hat dann der Gemeinde angeboten, dass wir Marktgemeinde werden könnten, weil wir ja einen regelmäßigen Wochenmarkt haben. Also von daher wäre das machbar gewesen, das so wie zum Beispiel Höchberg oder Rimpa. Das hatte dann aber der Gemeinderat seinerseits abgelehnt, weil das hätte natürlich auch einiges an Änderungen bedurft.
Aber ich meine, es ist ja schön, wenn man als Gemeinde, wir werden ja da immer auch sehr stark unterschätzt, mit der Vielzahl an überörtlichen Einrichtungen, die wir haben, mit der Landesanstalt, mit der Bundeswehr, mit dem Berufsförderungswerk, mit dem Markushof in Gartheim, mit so einer Veranstaltungshalle wie die Mainfrankensäle, dass sowas in einer Gemeinde ist, das können viele immer auch gar nicht glauben. Aber ich sage mal mit einem Augenzwinkern, wir wissen selber, dass wir eigentlich Stadt sind, denn in unser goldenes Buch hat sich auch der damalige Ministerpräsident Franz Josef Strauß eingetragen. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Jahr es war. Auf jeden Fall steht in unserem goldenen Buch drin, der Stadt Veitshöchheim alles Gute, Franz Josef Strauß, bayerischer Ministerpräsident. Und der hätte es ja eigentlich wissen müssen. Und dieses Wort hat, glaube ich, heute immer noch Gewicht. Könnte man so sagen, ja. Kann man so sagen. Gibt es noch irgendwelche Wünsche für den Sommer von dir als Bürgermeister? Habe ich ja immer so zum Schluss. Ne? Was wünscht sich der Bürgermeister? Ja, der Bürgermeister hat noch einen kleinen Werbeblock. Wir haben ja heuer 925-jähriges Jubiläum und haben ja da noch ein paar so Aktionen verteilt über das ganze Jahr. Eine Aktion ist ja ein Bild, mein Bild von Veitshöchheim. Diese Aktion läuft ja das ganze Jahr über. Wir wollen dann ja am Ende des Jahres dann mit allen Eingängen, die dann gekommen sind, so eine große Collage dann machen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann jetzt 350 Bilder vom Hofgarten haben wollen, sondern ganz persönlich, was meint einer, was macht Veitshöchheim aus? Das können auch Personen sein, es können auch durchaus mal Schnappschüsse bei irgendeinem Fest, bei irgendeiner Aktion sein, auch mal von der Baustelle. Macht Veitshöchheim vielleicht auch aus, dass sich bei uns was tut, meine ich, ja. Also solche Dinge, also da sind wir gerne, da würden wir uns gerne über Beiträge, über weitere Beiträge freuen. Und dann auch noch eine kleine Werbung, 16. 17. Juli, Veitshöchheim macht Musik, auch im Rahmen 925 Jahre. Also ist jeder eingeladen mitzumachen, auch auf den Privatgrundstücken, auf den Gärten. Teilweise die großen, so wie Musikverein wird unten an der Mainlände spielen, der Gesangsverein im Rathaus Innenhof. Aber also da ist jeder eingeladen, der eine Musikgruppe hat, der was singen will, der also da mitmachen will, das anzumelden auch bei uns im Rathaus. Auch da wird es dann wieder einen Plan geben, wo ist überall was, wo findet was statt, wo klingt und singt Veitshöchheim. Und dann werden wir zwei Tage da hoffentlich mit einem bunten Programm erleben können. Das ist richtig toll. Ich habe dann noch eine Frage an unsere Regie, nicht? Mit den Bildern. Da sind, glaube ich, schon welche gemalt, nicht? Die Kinder, die haben schon Bilder gemalt, die haben schon angefangen. Nicht? Da ist also einiges zu erwarten. Also, da wird natürlich einiges kommen. Selbstgemalte Bilder, Fotos, also alles, was beliebt. Veitshöchheim und Bild, also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Jürgen, ich danke für den Besuch im Studio. Alles Gute für die Sommerzeit und wir sehen uns natürlich nächsten Monat. Und wer Fragen hat an den Bürgermeister, der kann die an uns stellen. Der kann auch im nächsten Monat, werden wir das vielleicht zwei, drei Tage vorher bekannt geben, man kann sich hier anmelden, vielleicht dann auch mal dabei sein und mal zuschauen, was wir hier so machen im Studio. Jetzt dürfen wir das ja wieder und dann sind wir auch gerne bereit, da mal so 10 Zuschauer zu haben, die dann dabei zuschauen können. Jürgen, danke schön für den Besuch im Studio. Sehr gerne.